Da ist das heutige Ziel. Und zwar ist das die Grazspitze oder auch der Grazspitz. Und los geht's vom Parkplatz Pluntertal bei Golling. Geht man dann ein Stückchen das Tal entlang und dann gleich einmal links rein. Ewig die Forststraße entlang bis ungefähr drei Viertel von der Strecke. Und dann geht es recht steil den normalen Weg bis zum Gipfel rauf. Da vorne geht es links rein. Auf der Forststraße gibt es dann immer wieder Abkürzungen, die maximal mit einem Steinmandel markiert sind. Also ich kann mich erinnern, dass da bei der ersten Abkürzung da auf der Seite irgendwann einmal ein Steinmandel gestanden wäre. Ist nicht mehr so. Jedenfalls diese ist noch relativ gut auszumachen und außerdem ist da hinten ein paar Markierungen, rot-weiß-rote. Die anderen sind da nicht mehr so eindeutig. Aber was auch nichts macht, weil man kann ja auch die Forststraße weiter raufgehen. Ist zwar länger und nicht so spannend, aber da geht es gut ersichtlich einmal quer für den. Ist ein bisschen Nachbars Gemüsegarten da herum. Schon sehr dicht, aber man findet gut durch. Da sticht man so raus und kommt wieder auf die Forststraße. Auf den Abkürzungen blockieren leider da jetzt ein paar massiv umgestürzte Bäume den Weg. Da muss man schauen. Ich bin da jetzt so drüber geklettert, dass man sich halt da irgendwie durchschlagt und da oben ist eh die Straße wieder. Muss man halt ein bisschen umklettern, fährt halt ein und ist alles noch halb so schlimm. Ansonsten umgeht man einfach die Bäume. Mal schauen, was da, da hinten geht es ja wieder weiter. So. Da auch massive Wegschäden. Das ist halt ein bisschen steil und vor allem die nasse Erden. So, jetzt geht's wieder. Und der Rückblick. Schlussendlich kommt man ans Ende der Forststraße. Da geht der Weg weiter Richtung Hagengebirge. Und da ist die Grazspitze. Und wenn man auf die Grazspitze möchte, dann geht der Weg dann da links weiter den Berg hinauf. Da unten ist die Jagdhütte und da ist ein Steinmandel auf einem abgesägten Baumstumpf. Nicht hier weitergehen, sondern gleich rechts rein. Steil und rutschig geht's darauf. Sagt man, ist alles nass da, aber es wird nicht besser. Also ich bin da so hergekommen und habe gesehen, da kommt auch ein Weg rauf. Es dürfte ziemlich wurscht sein. Es ist sowieso nicht eindeutig ersichtlich. Ich muss ja halt da quer für ein bisschen den Weg raufkämpfen. Und da geht jetzt weiter.
kommt man übers Kraut und Gemüse durch den Dreck, muss man sich darauf kämpfen. Und da ist jetzt eine kleine Kletterstelle, eine fiese, alles nass. Da muss man schauen, dass man da nicht ausrutscht, wenn man darauf geht. Ja, super fies ist das da. Ja, das Tropfen. Wenn wir links aufgegangen. Okay. Das ist da links jetzt besser, weil der Felsen ist komplett nass, das kann man vergessen. Und außerhalb ist die bessere Variante. Im Trockenen geht es recht gut, aber da geht nichts jetzt. Eine super Rutschpartie, darauf muss man aufpassen, da muss man wirklich aufpassen. Und dafür sieht man da jetzt super schön aufs Freieck und aufs Göllmassiv. Und der Weg geht da so weiter durchs Gemüse. Von hier kommt man her. Und wenn man dann an dieser Stelle ist, nicht geradeaus weitergehen, so geht es nicht weiter, sondern der Weg geht da weiter links rauf. Geht es so ein bisschen ausgesetzt dahin, aber breit genug. Und dann da weiter rauf. Schlussendlich kommt man dann so daher, und das darf man nicht übersehen. Nach dem krummen Baum ist da ein anderer Baum, wo ein Seil gespannt ist, und da geht es rauf. Den Weg geradeaus weiter, der logischere in der Flucht, wenn man von unten raufkommt, den darf man nicht gehen, weil sonst kommt man nicht auf den Gipfel. Man hat zwar dann vom Süden her einen schönen Blick auf den Gipfel, aber da kommt man nicht mehr rauf. Also hier abbiegen. So, und da geht's weiter nach oben. Also die zweite Stelle war auch im Nassen nicht zu empfehlen. Es gibt zwar genug Latschen, wo man sich anhalten kann, aber die Felsen sind alle furchtbar glitschig und man muss immer die Latschen schön prüfen, ob die noch halten. Und wie man sieht, da sind noch Schneereste. Und da geht's weiter rauf, diese Richtung. Hier links so beinahe herum. Später noch hinschauen zu dieser Station da. Hier ist es. Kratzspitz, Gipfelkreuz. Super Winter herum. Föhnsturm. Oder? Und einen Schnee haben wir auch schon. Da ist das Kreuz. Richtig schön groß. So geil da herum. So geil. Hinten ist das Hanggebirge. Binnengebirge. Und da das Salzachtal. Voll schön.